Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ask Anti. Eure Fragen, meine Antworten. Euer Feedback auf dem letzten Video, der Pilotfolge von Ask Anti, wo ich das Ganze vorgestellt habe, war extrem positiv. Ihr habt mir sehr viele Kommentare mit euren Fragen dagelassen und natürlich auch Tweets. Ihr habt Bock drauf, ich hab Bock drauf. Ich habe mir hier direkt schon ein Glas Cola hingestellt. Ich würde sagen, perfekte Voraussetzungen, damit ich mich in den nächsten paar Minuten euren Fragen widme. Und ohne lang zu zögern, kommen wir direkt zur ersten Frage. Pichuka Suchan fragt, duschst du morgens, abends oder zu einer anderen Zeit? Oder vielleicht sogar zweimal am Tag? Nee, also zweimal am Tag, das fällt ja schon mal vollkommen flach. Ja, dass ich mich überhaupt dusche, das disqualifiziert mich ja eigentlich schon als Gamer, ist ja klar. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin eigentlich theoretisch jemand, der sagt, ja, mit Duschen morgens kommt man ziemlich gut in den Tag. Das heißt, wenn ich irgendwie dann gut nach dem Aufstehen irgendwie Zeit habe und duschen kann, dann finde ich das immer sehr geil, um sich irgendwie aufzuwecken, einfach einen frischen Start in den Tag zu haben und das eben im wahrsten Sinne des Wortes, einen frischen Start. Ja, da gibt es aber nur ein klitzekleines Problem, was mich meistens davon abhält, das Ganze routinemäßig durchzuführen, nämlich, dass ich ein absoluter Morgenmuffel bin. Das heißt, allein die Vorstellung, an Schultagen nochmal 15 Minuten früher aufzustehen, damit ich noch Zeit habe zu duschen, da könnte ich schon kotzen, ja. Deswegen kann ich das so eigentlich nicht durchführen und dadurch, dass ich auch zweimal die Woche Handballtraining habe, plus am Wochenende meistens auch noch ein Spiel, dusche ich meistens abends. Ist einfach so. Obwohl morgens geil ist. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Duschfanatiker. Also wenn ich einmal unter der Dusche stehe, es ist eine Droge für mich, kann man so sagen. Ich kann dann auf keinen Fall mehr aufhören zu duschen. Egal, nächste Frage. Tomahawk Payne fragt, warum bist du nicht Kriegers Padawan geworden? Ja, erstmal finde ich es ganz schön cool, dass Tomahawk Payne sich hier unter meine Ask-Anti-Videos verirrt hat, denn eigentlich ist er jetzt nicht der wahnsinnige Fan von diesen FAQ-Serien, laut eigener Aussage, schreibt er auch nochmal in seinem Kommentar hier, deswegen finde ich es umso cooler, ihn unter meiner FAQ-Serie sozusagen zu sehen, dass er selber daran teilnimmt, deswegen, jetzt bin ich ein bisschen nervös, jetzt muss ich seine Erwartungen natürlich irgendwie übertreffen, ja, aber jetzt zu seiner Frage, warum bin ich nicht Kriegers Padawan geworden, ist deswegen interessant die Frage, weil er von vornherein die Antwort, weil die Zuschauer dich nicht gewählt haben, schon ausgeschlossen hatte. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich selbstkritisch einfach mal betrachten und mal überlegen, was mir letztendlich den Sieg dort versaut hat. Nun, natürlich würde man jetzt an dieser Stelle gerne sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht und die einzigen Doofen sind die Zuschauer, warum haben die mich eigentlich nicht gewählt, so eine Scheiße. Aber natürlich muss man sich in gewisser Weise auch gerade bei so einem Wettbewerb an die eigene Nase fassen. Ich bin in diesen Wettbewerb reingeraten, war super glücklich, dass ich es geschafft habe, mich dafür zu qualifizieren, dass ich von Commander Krieger selbst sozusagen dafür ein Zertifikat, einen Stempel aufgedrückt bekommen habe, von wegen, das finde ich gut, was der Typ macht. Aber dann, als ich in diesem Wettbewerb drin war, habe ich den Wettbewerb zwar dazu genutzt, rein statistisch, also von meinen Abonnenten und Viewzahlen natürlich zu wachsen, logischerweise, das ist natürlich eine angenehme Begleiterscheinung von dem Ganzen, aber ich habe die Aufgaben, die mir dort gestellt worden sind, nicht zu 100% dazu genutzt, an diesen Aufgaben zu wachsen und meine Idee vom Videomachen damit zu erweitern. Das trifft nicht auf alle dieser Aufgaben zu, aber es gibt einige Aufgaben, wo ich einfach ein bisschen zu verbissen war, das durchzuziehen, was ich sowieso schon auf meinem Kanal gemacht habe, eben anstatt zu sagen, nein, ich nehme jetzt die Aufgabe als neue Challenge, um etwas auszuprobieren, was ich in dieser Form noch nie gemacht habe. Stattdessen war ich verbissen darauf, das Altbewährte, was auf meinem Kanal funktioniert, auch in der Commander Krieger Abonnentenschaft sozusagen, denen das aufzuzwingen, mehr oder weniger, und habe dabei nicht verstanden, dass es sich hierbei um eine komplett andere Zielgruppe handelt. Natürlich ging es bei diesem Wettbewerb nie darum, sich irgendwie zu verstellen, um diesen Wettbewerb zu gewinnen, nur weil man jetzt vor einer anderen Abonnentenschaft war, denn letztendlich ging es darum, seinen eigenen Stil durchzubringen und damit der Masse zu gefallen. Aber trotzdem habe ich nicht alle Chancen genutzt, würde ich jetzt mal so selbstkritisch behaupten, ja, an diesen Aufgaben zu wachsen, etwas Neues auszuprobieren. Es gibt Ausnahmen, klar, mir fallen speziell so 3, 4 Videos ein, von denen, die ich insgesamt gemacht habe, die auf jeden Fall etwas waren, worauf ich sehr stolz sein kann, was etwas Neues war und wo ich sehr viel Herzblut mit reingesteckt habe, aber die andere Hälfte der Aufgaben war das eben nicht zum gleichen Maße. Im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich ist es besser so gewesen, dass ich das Ganze
nicht gewonnen habe, weil gerade jetzt, wo es auf die Abi-Vorbereitung zugeht, wird die Zeit immer knapper. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich neben meinem Kanal und neben, was ich ja jetzt auch noch mache, N7 Nation, auch noch eine Verpflichtung bei Komana Kriegers Kanal habe, da will ich mir gar nicht ausmalen, wie ich da später die Prioritäten setzen muss und der Zeitdruck eben immer größer wird. Deswegen gut, dass es Chimpanzee geworden ist, der schafft es ja auch fast täglich bei Komana Krieger und bei sich hochzuladen. Wie er das schafft, keine Ahnung, aber verdienter Sieger. Ich bin froh, dass das Ganze vorbei ist, in dem Sinne, dass ich das mitnehmen konnte, was ich aus diesem Wettbewerb gelernt habe und gleichzeitig aber keine Verpflichtungen habe, die ich vielleicht jetzt bereut hätte. Ja, so, und nach der langen Beantwortung dieser Frage würde ich sagen, sind wir bereit für eine Schnellfragerunde. Also, so viele Fragen wie möglich jetzt in kurzer Zeit. Und go! Josef Braun fragt, sprichst du Tomate, Tomate aus oder Tomate? Hey. Tomate! Tomate! Raphael D. fragt, Facebook oder Twitter? Twitter. Auf jeden Fall Twitter. Banos DLX fragt, Anti, hast du eine Freundin? Ja, hab ich. Crower Elf fragt, hast du eine Freundin? Ja. Sneaky Hedgehog fragt, hast du eine Freundin oder bist du Single? Ja, mein Gott, ich habe eine Freundin. Und falls es euch beruhigt, ich bin mit ihr seit anderthalb Jahren zusammen und es wird noch ein Video-Special mit ihr zusammen folgen. Ich glaube, wir lassen es lieber mit der Schnellraterunde. Machen wir lieber normal weiter. Nächste Frage. X the Coben fragt, schaust du Serien wie zum Beispiel Prison Break, The Walking Dead oder Breaking Bad? Ja, also bis vor kurzer Zeit habe ich eigentlich so mit Fernsehserien oder generell irgendwelchen Serien noch nicht viel am Hut gehabt. Ich habe How I Met Your Mother immer gerne geguckt und gucke ich auch immer noch gerne. Ich habe dann sehr viel Videogame High School geguckt, VGHS hier auf YouTube als Webseries, aber davor hatte ich eigentlich noch nicht viel mit diesen Serien in Kontakt und dann dadurch, dass man mit Cynex viel zu tun hatte, mit auch The Turtle Tubes und German LPK und so weiter, die alle irgendwie immer eine Serie hatten, die sie gerade geguckt haben, dachte ich, probier's ja das auch mal aus. Und ich habe mit Walking Dead angefangen. Und das ist auch eine Serie, an der ich bis heute noch knabber eigentlich. Eigentlich hatte ich schon längst vor, damit fertig zu werden, aber ich habe in den Sommerferien angefangen letzten Jahres und dann kam so viel dazwischen, dass ich jetzt gerade mal, ich glaube, bei Episode 2 von Staffel 4 bin. Schäm, schäm. Aber wenn ich dann irgendwann mal schaffen sollte, mit Walking Dead fertig zu werden, dann wird meine nächste Serie wahrscheinlich Breaking Bad sein, weil das ja von vielen als die Serie überhaupt gehandelt wird und danach wird es wahrscheinlich Game of Thrones werden. Ihr könnt mir ja gerade mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsserien sind. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was ich in der Zukunft dann auch gucken werde. Ja, das waren alle Fragen für heute. Wenn eure Frage noch nicht drangekommen sein sollte, nicht verzagen. Ich habe alle interessanten Fragen unter den Videos eingespeichert und es kann einfach sein, dass bestimmte Fragen auch vielleicht erst in der dritten, vierten oder einer der nächsten Episoden erst kommen, weil sie dort besser reinpassen. Wenn ihr mir neue Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder auf Twitter oder in den Kommentaren unter diesem Video mit dem Hashtag AA. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti.